das ging nicht gut. Fuck! Weg, 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 wegrennen, oder? Scheiße! Shit! Ich glaube, der wird schnell, oder? Ist er nur hinter mir? Ah, da verliere ich jetzt einen Check, ey. Das ist scheiße. Ich renne wieder zurück zum Strand erstmal. Das war... Bitte. Ich glaube, Landesinnere Rennen war keine gute Idee gewesen. Okay, jetzt kämpfen die gegeneinander. Jetzt könnten wir vielleicht sogar versuchen, drauf zu gehen. Ja, sehr nice, Leute, ey. Hier, hier, hier bin ich. Check. Check, 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 check. Ich bin hier unten. Die kämpfen gerade gegeneinander. Yeah, Leute. Nice. Haut den weg. Boah, ey, ich muss denen helfen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da sollte ich mich nicht einmischen in den Kampf. Schaffen die den? Die sind zu zweit. Check, Alter. Zieht ihr das mal rein. Die kämpfen gerade. Die zwei Triceratops kämpfen gegen den... Zu zweit gerade. Nee, ich glaube, das ist eine Unterart von T-Rex. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Unterart. Das ist noch kein T-Rex. Ey, fuck, der haut die echt weg, oder? Ich glaube, wir sollten uns verpissen. Wir sollten uns verpissen. Weg hier. Komm, wir rennen. Krass, ey. Ich hätte gedacht, dass die den schaffen. Check, komm hoch, schnell. Boah, fuck, Leute. Ich dachte, das war's gewesen. Aber... Nee. Was ist los? Jack? Hallo? Jack? Er wurde getötet. Wir sind wieder ganz alleine, Leute. Es war ein Fehler gewesen, sich den Kampf anzugucken. Ich hätte aber gedacht, dass die zwei Triceratops den packen. Und die hätten uns ja dann nichts getan. Und er hat es jetzt nicht mehr geschafft, ey. Er hat es nicht mehr hochgeschafft, glaube ich. Ich dachte, er wäre hinter mir gewesen. Aber ich konnte da jetzt ja auch nichts mehr machen. Alter Mann, wie krass ist das bitte? Jetzt bin ich wieder alleine hier und ich sollte hier eigentlich nicht alleine rumrennen. Ich muss eigentlich zurück zum Strand. Mir da eine Hütte aufbauen. Aber selbst am Strand ist auch scheiße gefährlich. Ich gehe jetzt das Risiko ein, ich laufe jetzt hier weiter. Wir haben noch ordentlich Essen. Wir probieren uns jetzt hier eine Hütte irgendwo aufzubauen. Scheiße. Ja, das ist halt das Problem. Im Landesinnere sind wahrscheinlich noch mehr gefährliche Dinos. Ne? Das darf man nicht vergessen. Shit, Leute. Boah, jetzt hier nicht runterfallen. Moment. Wie geht's lang? Ich hab echt Schiss. Ich fühle mich richtig beschissen gerade. Müsste irgendwo der. Irgendwo müsste hier eigentlich der. Hier ist der Fluss. Da trinken aber alle Dinos draus. Nicht nur liebe Dinos. Es ist heiß. Okay. Hey! Level 2. Aber wir haben noch genug Fleisch, oder? 7 Stück.
Ja, guck mal hier, dann noch das. Die muss ich jetzt nicht töten. Es ist wichtiger, dass ich mir jetzt ein Haus aufbaue. Das ist deutlich wichtiger. Ich muss jetzt nur irgendwas finden, wo Wasser in der Nähe ist. Also hier ist Wasser in der Nähe, hier komme ich nur scheiße runter. Aber das, guck mal, da irgendwo gleicht sich das doch bestimmt wieder an. Okay, das ist eine Schildkröte. Hier geht's runter. Will ich mir jetzt hier ein Haus aufbauen, ist die Frage. Dann gehen wir noch weiter. Komm ich hier hoch irgendwo? Nein. Oh shit. Es müsste aber bald hell werden. 4.20 Uhr ist es. Ich mache mir jetzt erstmal ein Campfire. Ich brauche Steine und Holz. Scheiße. Okay, die Sonne geht auf. Ich muss momentan noch gar nicht viel erzählen oder was sagen, ey. Das ist gerade so eine kranke Atmosphäre hier. Wir haben zu dritt angefangen. Und jetzt bin ich hier wieder ganz alleine. Scheiße, ich kann die nicht abbauen, die Steine. Den hier abbauen. Ja. Nee. Das ist ein Spucker. Das ist ein Spucker, das ist ein Spucker. Scheiße. Ich sehe halt nichts, das ist mein Problem. Okay, hab ihn. Hau doch mal zu. Okay. Mann. Ich trinke mal eben was. Ich brauche Steine. Ja, dass man das nicht abbauen kann, jetzt ein bisschen. Ist immer noch kalt, übelst heiß. Ich muss eigentlich mal einen Schatten rein, so wie es immer sieht. Ich weiß aber nicht, ob der, immer noch nicht, ob der Schatten einkalkuliert wird. Das ist mein Problem. So, ich werde mal noch ein bisschen Holz abbauen. Ich spiele ja auch mit dem Gedanken, den Chat anzuwerfen. Aber ich finde das gerade so geil, dass man in der Situation hier, so ein bisschen Jurassic Park mäßig, hat man keinen Chat gehabt. Ich finde, dass das ist jetzt gerade auch für das Let's Play und das ganze Flair von dem Spiel und so, ohne Chat ist das irgendwie geiler. Vielleicht kann das ja der ein oder andere nachvollziehen. Ich hoffe trotzdem, dass wir Jack, also ein Homer, dass wir die irgendwann wieder treffen. Nur fest muss ich mich mit denen halt doch mal absprechen oder so. Aber ich finde die Lichtung hier gar nicht so schlecht. Ich würde mal noch ein bisschen jetzt hier weiterschauen. Das ist ja jetzt hell. Jetzt sehen wir ja ein bisschen mehr. Im Dunkeln hier reinlaufen war halt noch eine dumme Idee gewesen. War wirklich eine dumme Idee gewesen. Okay, ganz ruhig. Lass erstmal die Axt wieder reparieren. Ich muss mir jetzt ein Zuhause machen, ey, weil sonst bin ich dann tot wieder. Ich habe keine Schuhe an sich gerade. Das würde ich auch gerne mal reparieren. Und der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das hauen wir weg. So, anziehen wieder. Reparieren, die Axt. Und die Fackel genauso. So Leute, wir laufen jetzt erstmal noch ein Stück weiter. Ich esse erstmal noch was. Hier kann ich meinen Schlauch auffüllen. Kann ich mir einen Speer herstellen?
Ja, schieß. Den könnten wir eigentlich auch versuchen zu zähmen. Kannst mal testen. So viel dazu. Schlecht ist es hier auch nicht, muss ich sagen, für eine Hütte. Wir laufen jetzt hier einfach mal den Fluss weiter. Jetzt sehe ich ja wieder was. Das war ja vor allem im Dunkeln, wollte ich ja außen rumlaufen. Aber jetzt im Hellen können wir auch so wieder langlaufen. Wenn hier irgendwo ein T-Rex ist, dann sehe ich das. Am liebsten würde ich ja zu der Stelle, wo der Wasserfall war. Aber das ist wahrscheinlich scheiße gefährlich da. Ich muss eigentlich echt jetzt einfach eine Hütte zu bauen. Zwei, oder? Nee, ist eine. Ach, der Speer ist wirklich Gold wert. Scheiße. Und? So, jetzt, Achtung. Gar nicht so leicht, ihn zu betäuben. Wirklich nicht so leicht. Wir brauchen noch für das nächste Level. Haben wir auch bald. Was? 32 Punkte haben wir, ey. Aber ich hab noch keine ruhige Minute bisher gefunden. Das ist mein Problem. Krass, da hinten ist auch eine Hütte. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber hier ist es eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, ich werde mir hier eine Hütte jetzt bauen. Erstmal. Und ich meine, ab dem Moment, wo hier viele Pflanzenfresser sind, ist das ja immer ein Zeichen dafür, dass hier nicht so viele Fleischfresser rumrennen. Man hat das ja auch eben hier, so ein paar kleine, aber man hat es ja auch gesehen vorhin an diesem T-Rex-Verschnitt, was kein T-Rex war. Der geht ja sofort auf die Pflanzenfresser auch. Und das ist, eigentlich ist es gut, desto mehr Pflanzenfresser näher, desto besser. Und hier sind viele Pflanzenfresser. Deswegen würde ich mir jetzt hier einfach ein Haus bauen. Ich hole den mal eben noch weg. Ich brauche eigentlich Steine. Ich würde nämlich schon gerne... Das ist nicht... Nee. Moment. Kannst du ihn nicht aufheben? Jetzt kann ich denn die nicht aufheben, ey. Nö, nö, Leute, hier brauche ich mir mein Lager. Habe ich mich jetzt entschieden. Ich überlege noch, wo. Aber desto mehr Überblick man hat ringsrum, desto besser eigentlich, oder? Würde ich ja fast sagen. Das sind drei Stück. Ich halte mich hier mal fern. Drei kann schnell hinten losgehen. Hey, du. Och Mann, ich krieg die nicht betäubt. Wem gehört das hier? Heideritter, okay. Ich hätte halt Bock da oben auf dem Berg, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst. Ich finde eigentlich, desto mehr freie Fläche, desto besser. Desto mehr Ausblick hat man, desto mehr Übersicht. Hier ist doch ganz gut, oder?
Hier sind nicht genug Bäume, wir brauchen mehr Bäume in der Nähe. Da ist eine Hütte. Ey, nö, ich nehme jetzt das da oben hier auf dem Berg, das gefällt mir echt.